Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In dem heutigen Video geht es um den Fall Barbara Zürner. Sie wurde getötet. Tatzeit ist der 30. Oktober 1997 zwischen 18.15 Uhr und 22 Uhr. Sie starb am 3. März 2002 an dieser Tat. Also diese Tatzeit 18.15 Uhr und 22 Uhr wurde bei Aktenzeichen Y angegeben. Ich komme im Verlauf des Falls nochmal dazu, da diese Zeit wahrscheinlich nicht ganz korrekt ist. Dargestellt wurde der Fall in der Sendung vom 31.10.2012. Barbara Zürner war Tierärztin, leidenschaftliche Hufschmiedin, engagierte Umweltaktivistin und Kommunalpolitikerin in Berlin-Mitte. In der Gegend wurde sie meist die Frau mit dem Fahrrad genannt, weil sie immer ihr altes Fahrrad dabei hatte. Kleidungstechnisch konnte man sie immer an ihrem Schlosseranzug erkennen und an ihrem dunklen Nylonmantel. Dieser Nylonmantel wurde früher gerne NATO-Pelle genannt. Barbara Zürner lebte alleine und hatte keine Verwandten. Jahrelang arbeitete sie in einer Feldner Schmiede von Konrad Pape. Sie selber wohnte in Berlin-Mitte und fuhr mit der Straßenbahn zum S-Bahnhof Borgsdorf. Von dort fuhr sie mit dem Fahrrad weiter über die Pinnower Chaussee nach Velten. Dies machte sie jeden Tag, egal welches Wetter war. Dies waren dann jeweils 8 Kilometer hin und 8 Kilometer zurück. Der Vater des jetzigen Inhabers der Schmiede hatte sie 1963 eingestellt. Sie hat zuerst eine Ausbildung zum Schmied gemacht und danach Tiermedizin studiert. Weiterhin hatte sie auch ein Zertifikat als Schweißer. Sie hat dann als Tierärztin in Praxen auf dem Land gearbeitet. Die letzten Jahre vor der Rente arbeitete sie als Veterinärin in einem Berliner Schlachthof. Nebenbei und vermutlich auch noch während sie bereits in Rente war, hat sie in der Schmiede in Velten weitergearbeitet. In der Aktenzeichen Y-Sendung wird es so dargestellt, als wenn sie stärker als mancher Mann war. Der Besitzer der Schmiede begründete dies damit, dass sie 30 Jahre lang den Schmiedehammer geschwungen hat. Bezüglich der Zeit mit den Arbeitsverhältnissen waren jetzt keine genaueren Informationen zu finden. Also ich habe einen Teil aus Aktenzeichen Y rausgenommen, einen Teil aus den anderen Quellen. Aber wie die genauen Verläufe waren, wie lange sie jetzt genau in der Schmiede gearbeitet hat, von wann bis wann Tierärztin, das konnte leider nicht in Erfahrung gebracht werden, falls der eine oder andere danach fragt. Soweit bekannt war, hatte Barbara Zürner nie einen Partner. Sie wurde zwar des Öfteren von ihren Kollegen darauf angesprochen, sie hat dann aber gesagt, dass sie nicht die unbezahlte Putzfrau für einen Mann spielt. So wurde es auf jeden Fall bei Aktenzeichen Y dargestellt. In der Firma, insbesondere mit den Arbeitskollegen, gab es keine Probleme, da sie immer als vollwertige Mitarbeiterin angesehen wurde. Dies eben auch deswegen, weil sie sich vor nichts drückte und immer sehr hilfsbereit war. Sie war, wie schon gesagt, im Umweltschutz sehr aktiv und hat zum Beispiel in Berlin die Hinterhöfe in der Nachbarschaft begrünt. Und das auf eigene Kosten. Weiterhin hat sie den Müll aufgesammelt, den andere Leute weggeworfen hatten. Des Öfteren hat sie diesbezüglich auch Leute darauf angesprochen, wenn sie gesehen hat, dass diese gerade Müll wegwarfen. Die meisten Leute fanden ihr Engagement okay. Aber es kam auch oft vor, dass sie zum Beispiel von Autofahrern beschimpft wurde, wenn sie vom Fahrrad stieg und dies abstellte, um Müll aufzusammeln. Ich denke mal, das hatte damit zu tun, dass dann dementsprechend auch diese Straße wohl nicht so sonderlich breit war, wie ich nachlesen konnte. Am 30.10.1997, also dem Tattag,
verlässt Barbara die Schmiede. Vermutlich in dem Zeitraum zwischen Vormittag oder Mittag und 15 Uhr. Genauere Zeitangaben gibt es dort drüber nicht. Sie hatte auf jeden Fall in dieser Nacht in der Schmiede geschlafen. Denn es gab einen großen Auftrag, der so nicht in dem Tag davor abgewickelt werden konnte. Und Barbara blieb dann über Nacht und versuchte den Auftrag dann so schnell wie möglich abzuwickeln. Und das war dann wohl am Folgetag, dem 30.10. der Fall. Am Tattag, dem 30.10.1997, wurde Barbara Zürner noch mehrfach gesehen. Und zwar an der Landstraße zwischen Welten und Borgsdorf. Das ist dann die Pinauer Chaussee. Und zwar genau in der Höhe der Bushaltestelle Legebrucher Weg. Circa 2 Kilometer von Velten entfernt. Das heißt, sie ist dann ungefähr diese 2 Kilometer oder etwas mehr als 2 Kilometer von der Schmiede gefahren und hat dort angehalten und Müll gesammelt und entsorgt. Die Stadt- oder Kreisverwaltung hatte damals auch extra einen Mülleimer für sie an dieser Bushaltestelle angebracht, damit sie dort den Müll entsorgen konnte. In einem Zeitungsartikel wurde auch darüber berichtet, dass sie halt auch nicht nur Kleinkram entsorgt hat, sondern sie wurde auch schon mal gesehen, wie sie Großgeräte auf ihrem Fahrrad transportiert hat und dann diese zu einer anderen Deponie zu bringen, einer Wertstoffdeponie oder ähnliches. Also anscheinend hat sie dort wirklich nichts liegen gelassen. Für ihr Engagement wurde sie 1995 mit dem Umweltpreis der Stadt Velten und 1996 mit dem Umweltpreis des Landkreises Oberhavel geehrt. Nach ihrem Tod folgten noch weitere Ehrungen. Dazu komme ich dann am Ende des Videos. Auf ihrem letzten Heimweg sammelt Barbara dann wieder den Müll an der Straße auf. Offensichtlich ist sie damit mehrere Stunden beschäftigt. Selbst die Dunkelheit kann Barbara Zürner nicht in ihrem Engagement stoppen. Laut der Darstellung bei Aktenzeichen Y in dem Filmfall wurde sie gegen 18.15 Uhr zum letzten Mal im Bereich der Bushaltestelle gesehen. Zwischen 18.15 Uhr und 22 Uhr muss es dann an dieser Stelle zu einer Konfrontation mit einem Mann gekommen sein. Der Täter schlägt auf sie ein, bis sie bewusstlos ist. Und dann missbraucht er sie auch noch. Erst am nächsten Morgen wurde Barbara Zürner von einer Jugendlichen entdeckt. Sie hatte schwere Verletzungen an Kopf und Oberkörper, war stark unterkühlt. Die Temperatur war bereits auf 26 Grad gesunken. Sie wurde sofort in eine Berliner Klinik gebracht. Bei der Einlieferung ins Krankenhaus war ihre Hirnstammfunktion aber bereits ausgefallen. Sie wachte aus der Bewusstlosigkeit nicht mehr auf. Im Sommer 1998 hat ihr Bruder, der Maler Klaus Zürner, nach dem Verbrechen sie nach Radebeul geholt, wo sie dann in einem Pflegeheim lag. Nach 4,5 Jahren im Koma starb sie dort am 3. März 2002. In einer anderen Quelle wird darüber berichtet, dass sie in einem Dresdner Pflegeheim starb. So, und dann war natürlich auch wieder der Kommissar bei der Aktenzeichen-Sendung im Studio. Und dort teilte dieser Kriminalbeamte dann mit, dass Barbara Zürner wohl sehr häufig über Nacht in der Schmiede geblieben ist und erst am Folgetag wieder nach Hause gefahren ist. Er sagte es so, in der Regel fuhr sie dann am nächsten Tag nach Borgsdorf zurück. Und ebenso hat sie dann fast immer auf der Strecke von Velten nach Borgsdorf dort über mehrere Stunden, in der Regel von 15 bis 18.45 Uhr den Müll aufgesammelt und ist dann meist mit der letzten S-Bahn nach Berlin zurückgefahren. Am Tattag hat sie an der Bushaltestelle ihr Fahrrad abgestellt. Das seht ihr auch an dem Bild, welches ich euch da gerade einblende, als sie den Müll sammelte. Und als sie den Müll sammelte, muss sie angegriffen worden sein. Die Diskrepanz jetzt in der Darstellung ist einfach folgende. In dem Film wird angesagt,
dass sie zum 18.15 Uhr das letzte Mal gesehen wurde. Aber im Studio sagte der anwesende Kommissar dann, dass sie letztmalig von einem Zeugen um 18.45 Uhr gesehen wurde. Und das ist ja dann immer die Zeit, bis zu der sie maximal Müll gesammelt hat, um ihre letzte Straßenbahn zu erreichen. Zu den polizeilichen Ermittlungen gab es dann auch folgende Informationen. Es haben bis zu 30 Beamte ermittelt, die gingen 37 Hinweisen nach. Bei der Suche mit Fährtenhunden wurden 100 Spuren gesichert. Bei 90 Personen gab es Gentests und bei 2 Männern Durchsuchungen. Ob da ein stärkerer Tatverdacht bei der einen oder anderen Person aufgetaucht ist und ob dieser einfach nicht erhärtet werden konnte, das wurde leider weder im Filmfall noch von dem Kommissar noch irgendwie in anderen Medien verraten. Zu dem Filmfall bei Aktenzeichen gab es dann insgesamt nur 2 Anrufe. Einen in der Sendung und einen am nächsten Vormittag. Aber beide Anrufe brachten die Ermittlungen nicht voran. Bisher, bis zum heutigen Tag, ist alles ohne Erfolg gewesen. Nach dem Tod von Barbara Zürner folgten noch weitere Ehrungen. So erhielt zum Beispiel eine Naturlehrfahrt ihren Namen in Velten, wo auch dann ihr Lebenswerk dargestellt wurde. Und auch die Oberschule Velten wurde nach ihr benannt. Sie heißt heute Barbara Zürner Oberschule Velten. So, das war es jetzt erst einmal mit der Falschdarstellung. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist da konkret passiert? Grundsätzlich sieht es so aus, als wenn sich eventuell ein Autofahrer wieder durch ihr Sammeln und ihr abgestelltes Fahrrad gestört haben könnte. Dies kam ja öfter vor, aber das Fahrrad hat sie anscheinend nicht in den Fahrbetrieb. Aber das Fahrrad hat ja anscheinend nicht den Fahrbetrieb zum Tatzeitpunkt gestört, es sei denn, sie war selber gerade eben auf der Straße unterwegs, um Müll zu sammeln. Aber zu dieser Möglichkeit passt der Missbrauch an Barbara Zürner nicht. Die Polizei wertet die Tat ja als Sexualdelikt, als wenn der Missbrauch im Vordergrund steht. Wenn man sich das Ganze genau anschaut, müsste meiner Meinung nach dies aber dann ein Täter gewesen sein, der Taten in diesem Rahmen eventuell schon mal getätigt hat. Anhand der vorhandenen DNA-Spuren bei Barbara Zürner und am Tatort konnte aber auch kein Täter ermittelt werden. Dazu muss man sich auch einmal die Lage des Tatorts anschauen. Diese ist an einer Landstraße, an einer Bushaltestelle. Dort könnten sich eigentlich nur Personen aufgehalten haben, die auf den Bus warteten. Da stellt sich dann die Frage, ist an diesem Tag um diese Uhrzeit denn überhaupt noch ein Bus gefahren oder konnte man noch einen Bus erwarten? Ich vermute mal nicht, da dies ein ländliches Gebiet ist und dort um diese Zeit oftmals keine Fahrten mehr stattfinden. Anscheinend hat der letzte Zeuge, der Barbara Zürner um 18.45 Uhr gesehen hat, auch keine weitere Person wahrgenommen. Dann eine Situation, die mir auch aufgefallen ist. Warum hat der Täter denn zum Beispiel nicht auch den Tatort bereinigt? Warum stand das Fahrrad immer noch da? Warum hat er Barbara einfach dort liegen gelassen? War es ihm egal, dass der Tatort und das Opfer so schnell entdeckt wird? Oder ging er davon aus, dass Barbara Zürner gleich wieder aufsteht und mit dem Fahrrad davonradelt? Das Verhalten des Täters ist für mich irgendwie rätselhaft. Ich kann mir nur vorstellen, dass es beim Aufsammeln von Müll zwischen ihr und dem Täter zu einer Konfrontation, dann zu einem Streit und dann zu einer heftigen Auseinandersetzung kam. Der Missbrauch kann dann meiner Meinung nach nur als Demütigung für Barbara gegolten haben. Vielleicht kannten sich Opfer und Täter auch, vielleicht aus früheren Konfrontationen. Vielleicht war sie an diesem Tag etwas länger am Müll aufsammeln und er ging davon aus, dass sie schon weg wäre, hat dann vielleicht angehalten und dann nahm das Ganze seinen Lauf.
Die Frage ist natürlich, kann sich der letzte Zeuge auch wirklich an die richtige Uhrzeit erinnern? Denn er hatte sie um 18.45 Uhr gesehen. Und normalerweise sammelte sie bis maximal 18.45 Uhr, um dann die letzte S-Bahn nach Berlin noch zu erwischen. Das heißt, sie muss im Prinzip gerade im Aufbruch gewesen sein. Leider war insgesamt sehr wenig über den Fall zu erfahren. Die Darstellung bei Aktenzeichen XY gab nicht wirklich viel her. Und ich hatte eigentlich gehofft, in den anderen Medien im Internet mehr zu dem Fall zu finden. Aber es gibt kaum weiterführende Informationen. Dass die Polizei es hauptsächlich als Missbrauchsdelikt einstuft, muss schon seinen besonderen Grund haben. Auch wenn sie missbraucht wurde, dies muss halt ja nicht immer heißen, dass dies der Vordergrund war. So wie der Fall bisher dargestellt wurde, ist es für mich einfach ein Ablauf einer Konfrontation. Aber für die Polizei, und da möchte ich nicht sagen, dass die Polizei falsch liegt, stellt sie ja das andere Delikt in den Vordergrund. Und ich denke mal, sie wird dementsprechende Informationen zum Tathergang haben, diese aber nicht preisgeben. Hoffen wir in diesem und wie in allen anderen Fällen, dass dieser Fall noch einmal geklärt wird. Auch wenn er jetzt schon mittlerweile 25 Jahre zurückliegt oder fast 25 Jahre zurückliegt, man soll die Hoffnung nie aufgeben, dass so ein Fall geklärt wird. Das war es dann einmal mit diesem Video. Wie immer freue ich mich auf zahlreiche Kommentare von euch. Vielleicht, oder ich gehe mal fest davon aus, dass wieder jemand von euch irgendwie aus der Nähe kommt und vielleicht weitere Informationen zu dem Fall geben kann. Vielleicht weitere Informationen zu Barbara Zürner und eben, was für eine Person sie war. Vielleicht kannte sie jemand persönlich. Und vielleicht hat noch jemand eine Idee zu den Hintergründen der Tat. Im Internet wird immer auf Ähnlichkeiten zu dem Fall Vera Marotz verwiesen, bekannt als Katzenjude. Es glaubt im Prinzip keiner, dass es sich da um den gleichen Täter handelt, aber im Prinzip war es ein recht ähnlicher Ablauf. Ihr könnt mir ja auch da mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr den Fall kennt, ob vielleicht jemand aus der Nähe kommt und mir schon mal vorab ein paar Informationen zukommen lassen kann. Denn dazu werde ich jetzt auch noch ein Video machen, dann haben wir die beiden Fälle zusammen. Und ich bin ja halt immer daran interessiert, nochmal Informationen zu bekommen, die jetzt vielleicht nicht bei Aktenzeichen XY gezeigt wurden oder jetzt hier im Internet in den Medien drin sind. Okay, das war's dann erst einmal für heute. Bis dann, passt auf euch auf und danke fürs Zuschauen bzw. Zuhören. Tschüss!